Ja, ich erinnere mich zurück, glaube ich, vor im Juli oder im Juni hatten wir eine Schulung bei den Schiedsrichtern. Da hieß es, Kopftreffer im Gesicht ist eine rote Karte. Nicht mal gelb, also das ist gelb, das ist ja völlig außer Frage. Er hat eine Gehirnerschütterung, ist auf dem Weg ins Krankenhaus oder ist schon im Krankenhaus, ich habe nichts gehört. Aber es ist natürlich ein hartes Foul, auch wenn es keine Absicht ist. Schult macht das nicht mit Absicht, muss man schon hervorheben, aber es ist trotzdem ein klarer Platzverweis. Da gibt es auch nichts zu diskutieren.